Servus und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, ob jetzt der zweite Lockdown kommt und wir die Kontrolle verlieren. Welche Aktien jetzt richtig überraschen bei Gewinnentwicklung und Co. Und wir haben von den Top-Analysten nochmal die Favoriten. Die verraten wir euch exklusiv. Und jetzt legen wir los. Und damit ihr gleich richtig in Wochenendstimmung kommt, kommt das Meme der Woche. Und von wem könnte es anders stammen als von unserem Liebling Olaf Scholz, dem Festgeldkonto-Fetischisten der SPD. Und nochmal kurz zur Erklärung, was er diese Woche getwittert hat. Er verdient 15.000 Euro, ein bisschen mehr brutto wohlgemerkt im Monat. Und er hat gesagt, er ist nicht reich, sondern ein sehr Gutverdiener. Und Herr Scholz, mit 15.000 im Monat noch nicht reich? Ja, da machen Sie wohl einiges falsch. Gucken wahrscheinlich viel zu wenig Mission Money. Einfach mal unsere Videos von vorne bis hinten gucken und dann das Geld mal besser investieren und nicht auf dem Sparbuch oder bei der Sparkasse verrecken lassen. Und wenn ihr keine Olaf-Scholz-Memes mehr verpassen wollt, dann jetzt unbedingt unseren Kanal abonnieren und ganz wichtig auch die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich bei jedem Scholz-Meme und Sozialisten-Witz sofort eine Benachrichtigung und natürlich folgt uns auch gerne auf Instagram. Die Corona-Zahlen steigen. Jetzt ist die große Frage, wie wuchtig wird die zweite Welle und vor allem kommt der zweite Lockdown und könnte das wieder die Börse ein bisschen zum Wackeln bringen? Gesundheitsminister Jens Spahn hat schon Klartext gesprochen. Er hat gesagt, er warnt vor dem Kontrollverlust. Wir könnten die Kontrolle verlieren, wenn es so weitergeht. Mutti Merkel hat schon zum Krisengipfel geladen. Und was sagt der Wendler dazu? Egal! Also, wer hat jetzt recht? Kommt's ganz dicke und wir müssen endlich die Kommunisten-Crashkerze anzünden oder ist alles nur halb so schlimm? Wir machen jetzt den großen Check. Also, eine zweite Welle bei Corona mag in vollem Gange sein, vielleicht wird's auch noch schlimmer, aber warum sollte jetzt ein zweiter Lockdown kommen? Ist mehr als unwahrscheinlich. Jens Spahn hat zwar gewarnt die letzten Tage vor dem Kontrollverlust, aber dieser Jens Spahn hat ja auch vor ein paar Wochen klipp und klar gesagt, mit dem Wissensstand heute hätte man die Maßnahmen vielleicht im März, April so hart nicht durchgesetzt. Also es ist ein zweiter Lockdown relativ unwahrscheinlich, gerade weil natürlich auch alle wissen, was das bedeuten würde. Und Corona hat sich zuletzt ja von der Wirkung her und von der Gefahr auch ein bisschen abgeschwächt. Also zweiter Lockdown eher unwahrscheinlich und zuletzt hat sich die Wirtschaft ja auch ganz gut erholt. Gerade China und die Asiaten haben vorgemacht, wie sich das in den Griff kriegen lässt und wie schnell auch die Erholung gehen kann. Da haben wir jetzt mal einen spannenden Chart, das blenden wir mal kurz ein. Das ist hier der Shanghai Frachtindex und da sehen wir schon, wie hoch der momentan steht. Also das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass es auch mit vielleicht kleinen Rückschlägen, dass es erstmal positiv weitergeht. Und was man sich ja auch mal vorstellen muss, vor einer Woche kam ja die Hammermeldung, Donald Trump hat Corona, er hat es jetzt erstmal gut überstanden, aber trotzdem muss man sich mal vorstellen, selbst da hat die Börse eigentlich nicht wirklich interessiert, hat ganz kurz nach unten gezuckt, aber es ist eigentlich nichts passiert und der DAX steht jetzt wieder über 13.000 Punkten. Also da hätte man auch meinen können, um Gottes Willen, jetzt trifft es hier den Aktien-US-Präsidenten, der für starke Märkte steht. Ja, war eigentlich auch unterm Strich eher ein Non-Event. Und jetzt wagen wir mal einen spannenden Blick auf die Bondmärkte, denn die sind den Aktienmärkten als Prognosemittel oft überlegen, mag auch daran liegen, dass da vielleicht mehr Profis unterwegs sind und weniger Hobbyanleger und Zocker. Und da hat sich jetzt was Interessantes getan, da haben nämlich die Zinsen bei den US-Treasuries, also bei den US-Staatsanleihen, deutlich angezogen. Das kann man mal einblenden. Also das Interessante ist ja, dass es quasi dann Abverkauf gab, also dann Kurse runter, Renditen hoch und das ist jetzt hier im Langfristchart gar nicht so extrem, aber man sieht schon, dass es deutlich angezogen hat. Und das könnte jetzt erst der Anfang sein. Es gibt einige Profis, die rechnen damit, dass dieser Abverkauf erst begonnen hat, dass der noch kommt und dass dann auch diese magische 2%-Marke dann wieder erreicht werden könnte. Also noch nicht jetzt unbedingt nächste Woche, aber in den kommenden Monaten vielleicht. Also das heißt, die Renditen der US-Staatsanleihen könnten weiter steigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sagt uns das jetzt? Was machen wir draus? Ja, die Bondmärkte preisen da zwei Sachen ein. Zum einen höhere Inflation, aber auch höheres Wachstum. Und das ist eine ganz spannende Sache. Jetzt haben wir ja natürlich noch die US-Wahl. Es kann natürlich schon sein, wenn es jetzt ganz nah auf die Wahl zugeht, da können jetzt auch noch ein paar unerwartete Sachen passieren. Wir haben es ja letztes Mal gesehen mit Trumps akuter Corona-Erkrankung. Wer weiß, was noch passiert. Dann kann es natürlich schon sein, dass die Renditen auch erst mal ein bisschen fallen, dass dann vielleicht doch nochmal mehr Anleger da Sicherheit suchen. Aber das ist jetzt eher mittelfristig gesehen, dass die Experten damit rechnen, dass die Bondmärkte dann das einpreisen. Also mehr Wachstum, mehr Inflation und was auch rausgelesen wurde, dass die Bondmärkte jetzt
verstärkt mit einem Sieg der Demokraten rechnen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit nochmal gestiegen. Nicht nur, dass Biden gewinnt, sondern dass die Demokraten auch dann im Senat vorne liegen. Also das ist auf jeden Fall eingepreist. Und was auch eingepreist ist, warum höheres Wachstum? Weil egal, was passiert, also egal, ob die Republikaner oder die Demokraten, es wird höchstwahrscheinlich mehr Geld ausgegeben. Und das ist im Zweifel gut für die Wirtschaft. Und das ist im Zweifel auch gut, wenn jetzt dann doch nochmal verstärkt Corona-Probleme auftreten sollten. Und was nach wie vor natürlich auch eine Rolle spielt, der Impfstoff. Wir haben ja jetzt schon Ende des Jahres bald und die meisten rechnen damit, also in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber zumindest bis Mitte 2021, da sind sich ja viele Experten einig, dass das ein realistisches Ziel ist, dass man bis dahin, jetzt sagen einige schon, vielleicht sogar Risikopatienten dann, dass man die alle geimpft hat oder impfen kann. Also Mitte 2021 ist so eine Marke, da sollte man auf jeden Fall drauf schauen und wir haben jetzt für euch mal den Überblick. Einige interessieren sich auch mal wieder für die Aktien, aber natürlich auch gesundheitliche Aspekte sind natürlich auch interessant. Wo stehen wir denn jetzt im Impfstoffrennen? Und da haben wir jetzt eine ganz spannende Grafik, das blenden wir mal ein, damit ihr mal einen Überblick habt hier, welche Unternehmen da mitmischen und vor allem das Wichtigere ist ja, in welchen Phasen sind die. Also ihr seht jetzt hier Phase 1, Phase 2, Phase 3, die Zulassung. Sehen wir hier oben drei, also die Russen sind ja auch schon ganz weit vorne. Das ist natürlich immer eine Frage, wie man das einschätzen soll. Die waren da etwas flotter und dann seht ihr hier auf dem Markt, das ist dann natürlich die Frage, wann es auf den Markt kommt und wie schnell sich das und wie wirkungsvoll sich das Ganze umsetzen lässt. Kurzes Zwischenfazit, Leute. Also wir brauchen die Kerze auf jeden Fall noch nicht anzünden. Wir brauchen jetzt nicht alles verkaufen. Natürlich, wenn es auf die Wahl zugeht, kann es jetzt immer volatiler, ein bisschen ruckliger werden. Es wird auch sicherlich noch einige Schlagzeilen geben. Aber die Wirtschaft hat sich jetzt schon gut erholt. Der zweite Lockdown ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und wenn man jetzt schon mal den Blick ins neue Jahr wagt, ja, dann gibt es genügend Argumente dafür, optimistisch zu sein. Ja, Pessimisten, die machen natürlich immer die größten Schlagzeilen, aber am Ende reich werden dann meistens die Optimisten. Und jetzt kommt ein sehr spannender Insight, der das Ganze untermauert, also dass wir schon einen etwas nachhaltigeren Aufschwung haben, denn Q3, das dritte Quartal, das fällt viel besser aus als erwartet. Nämlich 7% sollen da im Schnitt die Ergebnisse besser ausfallen, als das die Analysten und die Experten im Voraus erwartet hatten. Und da haben wir jetzt eine spannende Studie der UBS, die haben sich das mal umfassend angeschaut. Also nicht nur die Gewinnschätzungen, wer da jetzt überraschen könnte, sondern viel mehr Kriterien, da kommen wir gleich dazu. Und sie führen auch an, dass es gar nicht so einfach ist. Also dass es jetzt natürlich besser ausfällt als erwartet, aber es haben auch schon ein paar Firmen jetzt die Zahlen vorgelegt, die waren auch gut, aber trotzdem sind jetzt die Aktien nicht durch die Decke gegangen und jetzt wird die Frage beantwortet in dieser Studie, wie man trotzdem investieren kann und davon profitiert. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Schätzungen an, wie die zuletzt nach oben korrigiert wurden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben ja im März, April, Mai, als der Crash wirklich quasi da war und wir voll im Nebel steckten und nicht wussten, okay, wie geht es jetzt dann mittelfristig, kurzfristig weiter mit der Wirtschaft. Da gab es dann sehr viel Unsicherheit, dann gab es immer die Schätzungen eben negativ, dann die Basisschätzungen eher positiv. Und man muss jetzt da auch mal wieder sagen, da haben sich auch jetzt im Zweifel die Optimisten durchgesetzt, beziehungsweise der Optimismus war nicht ungerechtfertigt. Blenden wir jetzt hier mal ein. Also da sehen wir schon, wie das zuletzt hier nach oben geschossen ist. Also die Schätzungen fürs dritte Quartal fürs US-Bruttoinlandsprodukt. Dann schauen wir uns jetzt mal den Zusammenhang an zwischen US-Bruttoinlandsprodukt und Aktienmarkt, dem S&P 500. Das können wir mal kurz einblenden. Da seht ihr das ganz gut, wie diese Veränderung, sozusagen die vierteljährliche, also für die Quartale ist. Und das Fazit der UBS ist, jetzt stand jetzt, dass eigentlich der S&P auf jeden Fall, wenn es jetzt so weitergeht und diese Überraschungen sich durchsetzen, dass der S&P dann auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Und jetzt hat sich die UBS mal angeschaut, 7 Kriterien, was da alles Einfluss drauf haben könnte und was positiv, was negativ ist für Branchen und Aktien, was eben höhere Kurse gerechtfertigen kann. Und da schauen wir uns mal drauf, das sind jetzt nicht Einzelaktien, das sind jetzt die Branchen. Und das ist ein bisschen komplizierter. Also da seht ihr jetzt links dann die Branchen und dann seht ihr hier, hier oben seht ihr noch Sector Preference, also hier zum Beispiel Overweight, Underweight, steht aber jetzt nur ganz oben. Und dann seht ihr hier rechts ja diese ganzen Balken und rechts oben zum Beispiel Production Bounce. Das sind jetzt sozusagen diese 7 Kriterien. Hier Price, Margin, Momentum, FCF, also FCF, Free Cashflow. Das sind diese 7 Kriterien. Also der erste Production Bounce, sozusagen wie die Produktion
betroffen ist. Dann das zweite Pricing, also wie sich die Preise entwickelt haben, wie sich dann auch die Margen entwickelt haben. Free Cashflow ist klar, wie sich der entwickelt hat. Dann haben Sie hier auch Price Momentum 6 Monate und 12 Monate. Dann der fünfte Punkt, da ist auch noch eine Unsicherheit, die Sie sich angeschaut haben und die Schätzungen, also wie die ausgefallen sind, wie sich die auf 3 Monate verändert haben. Dann noch Bewertung ist auch noch eingeflossen, also relative Bewertung bezogen auf 2022, also EPS, Earnings per Share, Gewinn je Aktie. Und die Erlöse haben sie sich angeschaut, die haben sie ins Verhältnis gesetzt, sozusagen die aktuellen im Verhältnis zu den historischen, die letzten 5 Jahre. Und der letzte Punkt hier noch, Earnings and Sales, 3 Monate Revisions, also was da sozusagen dann korrigiert wurde, kann man sagen, bei den Schätzungen. Und jetzt kommen wir zum Spannendsten, nämlich einer konkreten Aktienliste. Also diese Aktien erfüllen sozusagen diese Screening-Kriterien am besten für das dritte Quartal, die da jetzt sozusagen ins Reporting reingehen. Und das blenden wir jetzt mal ein. Und da sind einige Spannende, glaube ich, auch dabei. Sicherlich ein paar Überraschende, sicherlich auch ein paar, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Würde mich jetzt mal interessieren, welche Aktien sind da neu und habt ihr schon welche im Depot? Zum Beispiel oben sind 2 Bekannte. Da könnte ich mir vorstellen, dass einige von euch da investiert sind. Take-Two ist natürlich sehr bekannt und Electronic Arts auch. Eine sehr bekannte Firma, die Spiele herstellt, Entertainment. Die Branche war sowieso in diesem Jahr einer der Favoriten. Gut, dann sind natürlich auch Klassiker dabei, wie hier zum Beispiel Walmart oder Kindermorgen. Das ist natürlich schon bekannt hier, Goldman Sachs. Aber sind auch sicherlich 2, 3 dabei, die nicht so bekannt sind. Und würde mich auch interessieren, ob ihr sagt, oh ja, die finde ich gut, die kommt auf meine Watchlist. Und jetzt auch noch spannend aus einer anderen Studie von Warburg. Die haben sich mal den deutschen Aktienmarkt angeschaut und die haben es jetzt nicht nach Quartal gemacht, sondern nach Jahreshälfte, also erste Jahreshälfte, zweite Jahreshälfte. Und das können wir jetzt auch mal einblenden, wer da positiv überraschen könnte. Das sind jetzt nur deutsche Aktien und da seht ihr jetzt hier links ist Guidance at Risk, also das ist Init, Ringmetall und Foslo. Und rechts seht ihr, das sind deutlich mehr, hier Positive Surprise Possible und da sind sicherlich auch einige Interessante dabei. Und da ist auch dieselbe Frage, seid ihr da investiert und sagt, ja, das habe ich jetzt genau verfolgt. Das glaube ich auch, dass die positiv überraschen. Hier ist sowas auch zum Beispiel Heller, Hornbach, Zalando wird ja auch gerade von den Analysten zuletzt recht abgefeiert. Also schreibt es doch mal in die Kommentare, wo ihr da dabei seid. Jetzt kommen wir zur Geldidee, das schließt an das, was wir letzte Woche schon gemacht hatten. Da haben wir uns die Top-Analysten angeschaut, die gewonnen haben bei den Refinitiv Starmine Awards. Da haben wir letzte Woche die ersten 5 vorgestellt und ich habe gefragt, ob ihr da mehr wollt und da kamen einige positive Kommentare. Euer Wunsch ist uns natürlich Befehl und jetzt schauen wir uns heute mal die Plätze 6 bis 10 an, was die zuletzt so für Urteile gesprochen haben. Und noch eine ganz kurze Bemerkung, weil jemand drunter geschrieben hat zuletzt, ja, jetzt wird es aber hier zu bunt, jetzt zeigt ihr hier die Aktien von den Analysten und die haben doch jetzt irgendwie nur mal Glück gehabt und das hat doch alles keine Aussagekraft. Ja, die Anmerkung ist durchaus richtig. Natürlich heißt das nicht, weil jetzt ein Analyst letztes Jahr gut abgeschnitten hat, dass er dieses oder nächstes Jahr wieder gut abschneiden wird. Das ist ja völlig klar. Das hat ja auch keiner behauptet. Und wir sagen ja auch nicht, kauft jetzt diese Aktien. Es ist ja einfach nur mal ein Einblick für euch. Was machen so Leute, die sich wirklich einen ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigen, als dann mit ein paar Unternehmen, die wirklich sehr gut kennen. Und die sind ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Und im Zweifel kennt sich dann so jemand wahrscheinlich schon besser aus als jemand, der vielleicht jetzt erst 3 Mission Money Videos gesehen hat. Aber natürlich heißt das noch lange nicht, dass die immer recht haben. Klar, überhaupt nicht. Also die Kritik ist durchaus richtig, aber trotzdem ist es ja nur eine Inspiration. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass man das genauso nachmachen soll. Aber sicherlich ist vielleicht mal die eine oder andere Aktie dabei, wo man sagt, okay, die hatte ich jetzt vielleicht zuletzt nicht so auf dem Zettel und die schaue ich mir dann mal genauer an. Und das sollte man ja sowieso immer machen, sich da selber Gedanken und niemals eine Aktie kaufen, natürlich nur, weil irgendein Analyst das gesagt hat. Das wäre natürlich ein riesengroßer Fehler. Und dann kommen wir jetzt schon mal zum ersten Kandidaten, der sozusagen auf Platz 6 gelandet ist und das ist José Asumendi und das blenden wir euch jetzt mal ein hier aus dem Bloomberg-Rechner, was der Herr zuletzt so empfohlen hat. Er ist von JP Morgan und das sind jetzt zuletzt seine ganzen Ratings und da sehen wir sehr viel Overweight, also das heißt auf gut Deutsch kaufen ist eine positive Empfehlung und was mir jetzt sofort auffällt, ja, sehr viel Bullish für Autos, also da bin jetzt ich auch eher vorsichtiger. Also das ist ja das, man muss sich natürlich immer bei jedem sofort selber Gedanken machen. Also ich würde jetzt eher nicht Renault und Volkswagen kaufen, aber bietet sicherlich natürlich auch Chancen. Vorher haben wir über den Bondmarkt gesprochen. Also es könnte natürlich auch durchaus sein, wenn das, was der Bondmarkt, Anleihenmarkt voraussagt, wenn das so kommt, dass natürlich die Zykliker dann vielleicht auch irgendwann ein Vorteil sein könnten. Also das kann natürlich aufgehen, aber trotzdem
Da wäre ich jetzt grundsätzlich auch eher ein bisschen vorsichtiger. Persönlich, ich bin jetzt auch kein Autoexperte und der Automarkt ist mir auch ein bisschen zu heiß. Da habe ich dann auch andere Favoriten. Und jetzt kommen wir zum nächsten Herrn und das ist Christian Salis von Hauck & Aufhäuser. Blenden wir jetzt auch mal ein hier, frisch aus dem Bloomberg-Rechner. Freitagvormittag habe ich das rausgeholt. Und hier Zalando, habe ich vorher schon gesagt, ist bei den Analysten momentan ja sehr weit oben. Hier sind mal Shop Apotheke, Adidas nur halten. Westwing auch kaufen. Da hat neulich jemand, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, ah, Mario, schau doch mal Westwing an, da habe ich zuletzt gute Gewinne gemacht. Klar, E-Commerce ist immer gut und hat sicherlich auch noch Potenzial. Ich kann mir Westwing gerne mal genauer anschauen. Ich muss jetzt persönlich sagen, ist nur persönliche Meinung, ich habe da nicht unbedingt die besten Erfahrungen damit gemacht und mich überzeugt das Westwing-Geschäftsmodell so grundsätzlich nicht ganz so. Also wäre jetzt eher keine Aktie für mich, aber ich schaue es mir gerne, wenn ihr das wollt, schaue ich mir wirklich das Ganze mal ganz genau an. Und jetzt kommen wir zum nächsten, Jörg Philipp Frey von Warburg. Warburg hatten wir vorher auch schon kurz erwähnt, da schauen wir jetzt auch mal drauf. Also sehr viel Mode sehen wir da, auch wieder Zalando kaufen, Adler Modemärkte. Das ist natürlich auch eine ganz heiße Aktie, also die hat es ja auch wirklich richtig zerlegt in den letzten Jahren. Ist natürlich eine Mega-Chance, aber sehr hohes Risiko. Die haben sich zwischenzeitlich dieses Jahr auch schon mal erholt und dann hat es jetzt wieder richtig schön runtergehauen. Auch Hugo Boss hat er hier aufkaufen. Adidas überraschenderweise hier verkaufen, also mal schönen Gruß an alle Adidas-Aktionäre, was haltet ihr denn davon? Ja, was hat er noch hier? Beiersdorf halten, Illumeo, das ist auch so ein, ich sag mal, eher ein Zock-Turnaround-Chance. Ich glaube, die machen so Modeschmuck. Sicherlich auch große Chance, aber auch sehr, sehr hohes Risiko. Und jetzt kommen wir auch schon zum vorletzten Analysten und das ist David Varga von Metzler Capital Markets. Blenden wir auch mal kurz ein. Der hatte zuletzt gar nicht so viele, aber da erkennt sich auch ein ganz klares Muster. Sehr viele Zykliker, hier Covestro, Klöckner, Evonik, Salzgitter, ThyssenKrupp auch aufkaufen und dann auch noch Lanxess. Ja, ThyssenKrupp, da ist sicherlich auch eine Turnaround-Chance da. Ist die Frage, ob es so kommt. Also die waren ja auch vor 2 Jahren, glaube ich, nur über 20. Jetzt hier nur noch Kursziel, muss man sagen, 8,40. Also mal schauen, ob das nochmal was wird mit der Aktie. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Analysten gelandet, und zwar Peter Spengler von der DZ Bank. Das ist die Nummer 10 und da schauen wir auch nochmal drauf, was der zuletzt so rausgehauen hat. Also hier Covestro, Bayer, Kaufen, Merck. Man erkennt schon immer, dass natürlich die Analysten eher so eine gewisse Sparte haben, dann eher spezialisiert sind. Also klar, ist ja auch sinnvoll. Hier eher Chemie, Pharma. Und was auch vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, weil letzte Woche stand, glaube ich, irgendwo mal weiter unten, stand, glaube ich, halten und dann weiter oben kaufen. Und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, ah, hier zwei verschiedene. Ja, nee, es war halt erst auf Halten und dann, das ist ja quasi nach Datum und dann wurde es halt eben quasi korrigiert. Also Analysten ändern natürlich auch mal ab und zu ihre Meinung. Jetzt kommen wir zur Inspiration für diese Woche und das ist der Nikkei. Und das blenden wir einfach mal ein. Der hat sich tatsächlich, der Nikkei 500, ja, nach 30 Jahren hat es geschafft, ein neues Hoch. Das wird ja gerne immer genommen von Leuten, die Aktien nicht so wohlgesonnen sind. Ich finde den Vergleich immer sehr, sehr schräg, dann zu sagen so, ah, schauen Sie doch mal hier, wenn Sie vor 30 Jahren in Japan eingestiegen werden, dann hätten Sie heute noch Ihr Geld nicht wieder. Also erstens stimmt das ab heute oder seit gestern nicht mehr, denn man wäre dann tatsächlich nach 30 Jahren jetzt im Plus. Und jetzt Spaß beiseite, das ist natürlich auch totales Cherry-Picking, sich einen, also sagen Sie, die Kirsche da vom Baum zu holen und zu sagen so, ah, schau, also wenn du das gemacht hättest vor 30 Jahren, wenn dein ganzes Geld in Japan investiert hättest, dann wärst du heute der Depp. Ja, das ist natürlich, so sollte man es generell nicht machen und das ist natürlich auch mal ein bisschen tendenziös, das so darzustellen. Die Frage ist, was können wir jetzt daraus lernen? Also zum einen mal den Zeithorizont zu überprüfen und wirklich beim Investieren vorauszudenken. Klar, vor 30 Jahren, da war Japan extrem gehypt. Da wäre man natürlich irgendwie blöd gewesen zu sagen, so, also in Japan investiere ich jetzt auf gar keinen Fall. Ich stecke es irgendwie nach China oder nach Deutschland oder nach Österreich und Japan auf gar keinen Fall. Wäre natürlich schwierig gewesen, aber man muss immer aufpassen, dass man nicht in diese Jetzt-Falle sozusagen tritt und sich denkt, so heute ist es so und in 30 Jahren ist es dann natürlich genau auch so. Also das ist immer ein bisschen schwierig und gerade mal ein bisschen mit diesen Hypes aufpassen, das hat der Bernecke auch mal, glaube ich, schön erzählt. Ich glaube, das war letztes Jahr in meinem Interview, ja, mit diesem Japan-Hype, dass man damals dachte, hey, Japan, die machen alles platt. Das ist jetzt bei China ja so. Also nicht alles auf China setzen, auch wenn die sicherlich momentan ganz gut unter
Weg sind. Und immer ganz wichtig, natürlich Thesen aufstellen. Also wenn ihr heute investiert, müsst ihr natürlich eine Meinung haben, müsst ihr Thesen haben, aber die muss man dann auch immer wieder überprüfen. Da haben wir auch schon mal ein schönes Beispiel gebracht mit dem Fuchs und mit dem Igel. Also aus meiner Sicht ist es immer ganz gut, wie ein Fuchs zu sein. Also viele Sachen zu wissen und auch mal durchaus flexibel, vielleicht auch mal die Meinung anzupassen. Natürlich nicht die Meinung wechseln wie die Unterhosen, aber Igel könnte gefährlich sein, sozusagen, wenn man nur eine Sache weiß und fix dann durchs Leben geht. Man sieht es ja immer wieder bei den Crash-Propheten, die wissen auch eine Sache ganz sicher, aber damit hat man halt dann auch nur vielleicht mal alle 10 Jahre recht und dann kann das natürlich ganz schön Rendite kosten. Und was können wir noch von Japan und vom Nikkei lernen? Ganz wichtig, die Streuung, denn einige denken sich natürlich, bei ETFs bin ich passiv, ist mir völlig egal, ist auch grundsätzlich richtig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur den MSCI World kaufe, ja, dann nehme ich eben diese Trends dann doch irgendwo mit, weil ich dann doch gefühlt irgendwie aktiv bin, weil natürlich dann diese Unternehmen stärker gewichtet sind, die gut gelaufen sind. Zum Beispiel vor 30 Jahren wäre es dann eben Japan gewesen und dann hätte man danach halt vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen. Schön war es ja auch bei den Emerging Markets zu sehen, die dann Anfang des Jahrtausends sehr gut gelaufen sind, sehr stark gewichtet sind. Also da muss man aufpassen. Das hatte der Professor Weber auch diese Tage, am Dienstag haben wir das Video gebracht, schön erklärt. Andreas Beck erklärt das auch immer wieder schön. Dann zumindest ein All-Country-World kaufen, dass das sich schon mal ein bisschen besser verteilt oder noch besser dann vielleicht wirklich ein paar mehr ETFs und dann sozusagen selber diese Streuung auf die verschiedenen Regionen durchführen, weil sonst ist man dann eigentlich sehr zyklisch aufgestellt, dass man dann sozusagen immer dann diese extremen Ausschwünge dann in gewisse Regionen oder vielleicht auch Branchen, wenn ihr Branchen-ETFs habt, dass ihr das dann nicht so schön gewichtet habt. Und wir haben mal wieder ein Highlight der Woche. Das haben wir schon aufgenommen. Und zwar gestern haben wir das aufgenommen. Das kommt am Dienstag. Andreas Beck, ich habe ihn gerade angesprochen, unser Dr. Beck, unser Portfolio-Experte und Mathematiker. Ihr liebt ihn ja heiß und innig und er kommt versprochen am Dienstagnachmittag wieder bei der Mission Money. Und ihr könnt euch schon mal richtig drauf freuen. Ich verrate jetzt nicht zu viel, aber der Andreas hat was verkauft, also der hat sein Depot ein bisschen umgeschichtet, der hat sich ein bisschen neu aufgestellt und er hat eine Anomalie am Markt ausgemacht, also wo er jetzt sozusagen investiert, was andere vielleicht noch nicht so gesehen haben. Also da könnt ihr euch schon mal das ganze Wochenende drauf freuen. Andreas Beck am Dienstag wieder bei der Mission Money. Und jetzt, Leute, sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir kriegen einen Daumen hoch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.